Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video von Lotte und Ludwig. Ich möchte mit euch in diesem Video einen Teil aus unseren Wäschebasics nähen, nämlich die Hipster. Das ist diese schöne Unterhose. Ich zeige euch mal den Vergleich zum Slip. Das wäre der Slip, das ist die Hipster. Hier sieht man schon ganz gut, wir haben hier einfach ein bisschen mehr Beinchen, das ist ein bisschen bedeckter. Die Seitennaht ist länger im Vergleich zum Slip und ist damit auch echt schön zu tragen, vor allen Dingen auch beim Sport oder wenn die Kinder ein bisschen größer werden, dann ist das oft ein bisschen angenehmer. Wie man das näht, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir starten damit, dass wir die Zwickel zwischen Vorder- und Hinterhosen nähen. Bei den Zwickeln gibt es noch eine kleine Besonderheit. Und zwar habe ich hier den Zwickel aus Innenstoff ohne Nahtzugabe zugeschnitten, hier im Vergleich zum Zwickel aus Außenstoff. Das macht einfach das Ganze ein bisschen leichter, wenn wir später den Saum umbügeln. Dann haben wir hier im Schritt nicht so viele Stofflagen übereinander und das lässt sich schöner nähen. Ich habe hier mein Vorderteil. Und da lege ich jetzt erstmal den Zwickel aus Außenstoff, sprich der breitere mit Nahtzugabe. Den lege ich hier rechts auf rechts unten an dieser kleinen Schrittnaht an und stecke ihn mir fest. Bevor ich den annähe, kommt noch der zweite dazu und der kommt mit der rechten Stoffseite auf die linke Seite der Vorderhose. Übrigens, ich habe es eben nicht gesagt, beim Zwickeln achtet auch darauf, ihr habt hier auf der anderen Seite den Knips und den Knips habt ihr auch an der Vorderhose, damit ihr wisst, welche Seite ihr annäht, weil das jetzt hier der Unterschied der Breite nicht ganz so groß ist. Also er kommt hier mit der rechten Seite auf die linke Stoffseite der Vorderhose, des Vorderteils und ich stecke das einfach mit fest. Und dadurch, weil ich jetzt hier die Nahtzugabe weggeschnitten habe, muss ich natürlich auch an den Seiten dann jeweils 1 cm Platz lassen. So. Also sieht es jetzt hier einmal so von der rechten Stoffseite aus und von der linken Stoffseite so. Hier habe ich jeweils 1 cm Platz noch und so kann ich dann einfach die beiden Zwickelteile mit einem normalen Geradstich annähen. Und wenn der Zwickel am Vorderteil angenäht ist, dann sieht das Ganze so von rechts aus und so von links, wenn ich die Zwickel so unterlege. Wenn man möchte, kann man auch die Nahtzugabe hier noch ein bisschen kürzen. Jetzt kommt unser Rückteil dazu. Da haben wir auch hier die Naht, wo der Zwickel drankommt. Und da stecke ich jetzt auch zunächst nur den Zwickel aus Außenstoff rechts auf rechts fest. Und jetzt muss ja hier diese Kante einmal von hinten nochmal da dran. Dazu kann ich einfach hier alles so ein bisschen zu einer Wurst zusammenlegen, klappe mir dann den Zwickel da rum und stecke ihn von der anderen Seite fest. Auch hier ist es jetzt wieder wichtig, dass wir am Anfang und am Ende diesen 1 cm Abstand haben. Und so kann dann auch hier die Zwickelnaht mit Geradstich geschlossen werden. Wenn die zweite Naht dann auch geschlossen ist, wenden wir das einfach und dann sieht es so aus von rechts und so von links. Jetzt bügelt ihr hier die Nähte nochmal schön ordentlich und anschließend könnt ihr die Beinausschnitte versäubern. Achtet dabei aber darauf, dass ihr möglichst nichts vom Stoff abschneidet und vor allen Dingen nicht hier die Kurven irgendwie gerade säbelt. Wenn die Beinausschnitte dann versäubert sind, dann werden sie 1 cm zur linken Seite gebügelt. Und das macht ihr auch am besten so, dass ihr sofort, wenn ihr das gebügelt habt, das auch einmal feststeckt, weil das bleibt natürlich nicht so liegen, das klappt sich immer wieder auf. Hier vorne an der Stelle ist es ein bisschen tricky, aber eigentlich
Dadurch, dass der Jersey elastisch ist, lässt sich das ganz gut legen. Jetzt sieht man auch, warum wir hier den inneren Zwick kleiner zugeschnitten haben. Und wir haben jetzt hier nur 3 Stofflagen im Schritt beieinander liegen. Und das wird einfach viel flacher, wenn wir das gleich abstecken. Die zweite Seite wird natürlich genauso gebügelt. Und anschließend könnt ihr das Ganze mit einem elastischen Stich, am besten mit einem Zickzackstich oder mit der Coverlock, einmal absteppen. Wenn die Bänderschnitte abgesteppt sind, dann bügel auf jeden Fall nochmal drüber, damit es nicht irgendwie wellig ist. Und anschließend können wir dann die Seitennähte schließen. Dazu legen wir die beiden Teile rechts aufeinander und achten vor allen Dingen darauf, dass hier unten am Übergang zum Beinausschnitt das Ganze schön aufeinander trifft, damit wir da keine Stufe oder so drin haben. Man könnte natürlich auch zuerst die Seitennähte schließen und danach die Beinausschnitte. Ich persönlich finde es dann aber ein bisschen schwieriger, dann die Beinausschnitte zu bügeln, wenn das schon zum Ring geschlossen ist. Deshalb mache ich es jetzt anders hier in der Anleitung. Aber es ist euch natürlich freigestellt, zuerst die Seitennähte zu schließen und dann den Saum zu machen. Seitennähte werden dann mit der Overlock geschlossen und hier unten darauf achten, dass ihr das gut sichert, damit es da nicht aufgehen kann. Jetzt fehlt uns nur noch der Abschluss hier oben am Bund. Und da haben wir die Wahl zwischen einem Bündchen, das ich euch auch im E-Book erklärt habe, oder einem Gummi, der natürlich auch im E-Book erklärt ist, aber den ich euch jetzt auch zeige. Ich habe mir dafür jetzt einfach einen Gummi in der Länge, die im E-Book angegeben ist, abgeschnitten. Der Gummi sollte nicht breiter als 1 cm sein. Meiner ist jetzt so 8, 9 mm, das ist eigentlich genau passend. Und den habe ich mir an den Enden übereinander gelegt und einfach aufeinander genäht, damit ich hier so einen Ring habe. Dabei müsst ihr darauf achten, dass der Gummi nicht irgendwie verdreht ist. Damit ich den leichter einstecken kann und die Weite verteilen kann, markiere ich mir hier noch ein paar Stellen am Gummi. Die eine Markierung ist schon meine Naht. Die lege ich dann einmal so in den Bruch und markiere mir auf der gegenüberliegenden Seite die Stelle. Mit einer Nadel oder mit einer Klammer, was euch lieber ist. Und dann lege ich diese Nadel und die Naht nochmal aufeinander und markiere mir dann hier an den Seiten das auch nochmal. Und dadurch habe ich dann mein Bündchen geviertelt. 4 gleich große Stücke. Und dasselbe mache ich dann noch an meiner Hipster. Hier habe ich schon mit den Seitennähten 2 Punkte. Die kann ich aufeinander legen. Und dann markiere ich mir hier noch vorne die vordere Mitte mit einer Nadel. Und hinten die hintere Mitte. Das Gummiband wird jetzt auf die linke Seite gesteckt. Und zwar so, dass die Naht hinten am Rückteil an der Nadel ist. Ich stecke das so auf, dass die beiden Kanten nicht ganz genau aufeinander liegen, sondern dass ich hier ungefähr so 1 Millimeter oder 2 mm die Overlocknaht noch rausschauen habe, weil dann sieht man den Gummi später auf keinen Fall. Und dann stecke ich mir zunächst meine Markierung aufeinander. Und anschließend gedehnt die Stellen dazwischen nochmal. Wenn der Gummi so festgesteckt ist, dann kann er gedehnt mit einem elastischen Stich, am besten mit einem großen, langen Zickzackstich, einmal aufgenäht werden. Wenn ihr den Gummi dann hier innen einmal festgenäht habt, dann klappen wir den Stoff mit dem Gummiband noch einmal nach innen und steppen es dann nochmal von außen mit einem großen, langen Zickzackstich schön ordentlich ab. Und so sieht die Unterhose dann aus, wenn wir fertig sind. Ich hoffe sehr, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn das so war, dann freue ich mich wie immer über einen lieben Kommentar und einen Daumen nach oben. Natürlich wäre es immer schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn dann bekommt ihr immer mit, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal.